Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video des 7 Deadly Sins Grand Cross. Heute schon das dritte Mal gucken, ob die auch alle an einem Tag auf YouTube kommen. Bin ich mir noch etwas unsicher. Wir machen jetzt noch auf jeden Fall Prüfung 11 bis 15, Stockwerk 11 bis 15. Schauen uns das Ganze mal an. Die Helmplatzierung kann erneut bearbeitet werden. Willst du mit dieser Platzierung fortfahren? Das heißt, wir können spätestens, waren es jetzt alle 5 oder alle 10, unser Team noch einmal abändern. Wir fahren mit dem Team, tue ich Eskano rein? Ne, wir fahren einfach mit dem Team fort. Eskano würde vielleicht das Ganze noch ein wenig beschleunigen. Aber wir gehen einfach so weiter, sind jetzt wieder von 135.000, glaube ich, auf 125.000 gesunken. Das Ganze steigt dann wieder, ich denke mal am Schluss immer um 15.000 oder so. Aber es müsste deutlich mehr werden. Ich glaube, es ist einfach ein irrationales Ansteigen. Denn bei Stufe 25 sind wir schon bei 300.000. Mit keiner Taktik des CC-Steigens kann ich mir das erklären. Was haben wir jetzt drauf bekommen? Einzigartiger Effekt hat sich jetzt geändert. Fügt am Ende jeder Runde zusätzlich Schaden in Höhe von 10% der maximalen Life Points zu. Heilungsfertigkeiten können nicht verwendet werden. Deaktiviert Heilungsfertigkeiten. Aha, das ist natürlich fies. Das heißt, es wird doch immer schwerer mit den Regeln. Aber, ja. Für uns, also mit meinem Team jetzt, sollte das noch kein Problem darstellen. Wäre aber auch fies, wenn wir jetzt mit den HP, die wir jetzt haben, in der nächsten Runde wieder starten müssten. Deswegen verstehe ich jetzt, wieso wir immer wieder die HP auf Max aufgefüllt bekommen. Aber der Gegner bekommt auch 10% HP jede Runde abgezogen. Das ist natürlich fair. Muss man natürlich nur gucken, dass man nicht als Erstes stirbt. Dann haben wir die erste Stufe. Also die erste von Stufe 11 auf 15. Mich würde mal interessieren, ob wir es wirklich bis zur 25 schaffen. Ich denke mal eher nicht. Sind dann jetzt hier in 12. Kriegen hier ein Part 1 Ticket. 30 Cosmetic Upgrades für Waffen. Nehme ich. Das heißt, morgen nehme ich mir auf jeden Fall 16 bis 20 vor. Wäre schon froh, wenn ich 16 bis 20 auch noch ohne Probleme schaffe. Und tatsächlich nur die Belohnungen von 21 bis 25 problematisch werden. Ja, ich gehe hier trotzdem die gleiche Taktik wie die ganze Zeit schon. Soll Lost Vein das Ganze doch regeln. Jetzt vielleicht noch eine Lost Vein Karte auf die Hand. Schade. Ein Crit wäre schön gewesen. Es reicht ein Eddy-Shot? Ich denke nicht. Hätten die mittlere Figur vielleicht noch stunnen können. Heilungsfertigkeiten können nicht verwendet werden. Stufenattribut, Verbündetenattribut. Das heißt, die Heilungsfertigkeiten nicht verwenden zählt tatsächlich nur für uns und das Stufenattribut zählt für alle, also auch auf der gegnerischen Seite. Weil sie, wie ihr seht, kann Heilungsfertigkeiten verwenden. Und halt sich mal eben fast voll.
Zack, zack. Die Ult lassen wir sie nicht einsetzen. Wer weiß, wie viel Schaden die gemacht hätte. Gibt jetzt schon 1 Million Gold für eine Stufe als Goldbelohnung. Auch wenn ich das Gold tatsächlich nicht brauche. Ich habe in das Ausrüstungsziel einfach schon wieder 300 Millionen investiert. Das heißt, sogar eigentlich ist es ganz gut, dass es ein bisschen Gold gibt, denn mein Goldstand dürfte irgendwo bei 20 Millionen liegen. So niedrig ist er selten. Immer wenn es Ausrüstungsziel gibt, wird alles Gold da reingebuttert. 22 Millionen genau. Sind jetzt hier im 13. Stock. 152k, es steigt also jetzt schon ordentlich. So. Das wird, denke ich, wieder mal eine schnelle Runde. Prozent HP-Verlust für uns. Leider keine Lustwenkarte. Heilkarte. Denke mal, so, so und so sollte auf jeden Fall reichen. Oh. Aber dafür langt es nicht, oder? Nee, leider nicht. Haben aber trotzdem unsere Ulti wieder voll. Nächste Runde ist der Kampf auf jeden Fall vorbei. Oh, wir haben unsere Ulti gar nicht voll. Sollte trotzdem lang. Das war der 13. Stock. Das heißt, bis jetzt ist es, glaube ich, einfach egal, in welchem Team man reingeht, solange man ein Team hat, womit man gerne kämpft. Ich denke mal, in den höheren Stages braucht man vielleicht noch spezielle Teams. Aber ich denke mal, da geht es einfach darum, möglichst viel Damage rauszuhauen und zu überleben und den Gegner einfach zu killen. Außer eventuell Stufe 25 gegen den Escanor mit 300.000 CC. Sind jetzt hier im 14. Stock, steigt schon auf 165k. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass der 15. Stock schon bei 180.000 Kampfklasse landet. Dürfte vielleicht doch schon knifflig werden für manch einen. Aber wenigstens sind die ersten Stufen schön einfach so, dass sie jeder machen kann. Ich denke mal, auch die 180.000 sind machbar. Vielleicht nicht am ersten Tag. Aber mit den Tagen sollte man das schaffen. Könnte natürlich jetzt hier Invasionsfall für zwei Runde, weil für zwei Runden reinhauen, weil der linke Mob und der rechte Mob endlich mal wieder Angriffsfähigkeiten haben. Aber damit würde ich das Game, glaube ich, nur unnötig in die Länge ziehen. Kriegen einfach keine AOE-Fertigkeiten von Lost Bane. Ich denke mal, das sollte lang. Das sollte lang, hoffe ich. Und dann kann schon mal eine Fertigkeit auf den Boss. Hat tatsächlich nicht gelangt. Aber es wäre so oder so noch eine Runde lang gegangen. Komm, Crit, Crit. Schade. Oha, macht schon 30.000.
Falls er das überleben sollte, wovon ich nicht ausgehe, ist er wenigstens gestunt. Ne, das überlebt er nicht. So, dann war das die 14. Jetzt bin ich gespannt, ob die 15. tatsächlich schon schwierig ist. Weil 30.000 auf einen Schlag ist schon ordentlicher Damage für so wenig Kampfklasse. 165.000er, was es waren. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, hier werden es 180.000 sein. 177, nah dran. Verbündeten-Attribut, deaktiviert Heilungsfertigkeiten, kennen wir schon. Plus ist hier eventuell keine Korrosion drauf. Oh doch, ist Korrosion. Zwar nur Bronzen, aber wir gehen mal. Werden hier eh keinen killen können. Gehen einfach mal den Weg. Jetzt kritten, schade. Ha, die heilen sich gar nicht schlecht hoch. Hier muss ich mich wahrscheinlich. Wird das lang? Er hätte sogar nicht gelangt, das heißt, war die richtige Entscheidung, sonst hätte ich den rechten Mob hier stunnen können, hätte die zwei Fähigkeiten ihn hier gekillt. Hätte weniger Angriffsfertigkeiten abbekommen. Oh, ein Crit. Oh nö. Sind ja hier voll im Heal-Fieber. Vielleicht langt eine Fähigkeit, aber ich gehe mal nicht davon aus. Oh doch, hat gelangt. Aber eine gegen den King wird nicht lang, oder? Nee. Das heißt, jetzt ist natürlich das Wichtige, dass ich ihn nicht seine Ulti machen lasse. Wir kennen Kings Ulti. Mal gucken, auf welcher Stufe er die hier bekommt. 500%, das heißt nicht auf Max-Stufe, das ist in Ordnung. Übrige Life Points 146.000. Einfach für den Fall der Fälle, dass er überlebt. Aber das sollte er eigentlich nicht überleben. Was? Hatte 146.000 HP, ich habe über 200.000 gemacht. Was ist denn jetzt mit ihm passiert? Hat er sich revived und ist jetzt einfach einzigartig? Oh. Oh, oh, oh. Puff. Tatsächlich wird er jetzt noch knifflig. Oh, wow, wow. Da habe ich nicht gerechnet. Also der ist eventuell jetzt doch nicht mehr für jeden zu schaffen. Und vielleicht braucht man doch spezielle Teamkomposition. Kennt ihr das, wenn ihr ein Wort ab und zu einfach mal nicht aussprechen könnt? Puh, was ein. Na, okay, Heilfähigkeiten sind deaktiviert. Na, ist immun, erhöht den Schaden durch 1% abhängig von den höheren verbleibenden LP. Erhöht LP für 5% für die Schwächung auf dem Helden. Der Held wird mit 100% der maximalen Life Points wiederbelebt, wenn er stirbt. Okay, greift an und ignoriert Ausweichen.
Hünden auf dem Schlachtfeld befindet. Übrige Life Points 199.000. Da gehen wir den safen Weg. Können leider das Versteinern nicht aufheben, aber können seine Ult reduzieren. Das heißt, jetzt wird unser Lost Van nicht mehr überleben. Der aktiviert Heilungsfertigkeiten, aber das zählt wahrscheinlich nicht für die Ultis. Er heilt sich halt immer wieder gegen, ne? Jetzt muss ich hier mit meinem Lost Van maximal viele Life Points wieder zurückholen. Dann hat die nächste Runde schon wieder eine Heilung drauf, aber das überlebt er nicht. Ja, der war jetzt schon nervig, muss ich sagen. Und das gerade mal für Stufe 15. Haben hier unsere 7 Super Awakening Coins bekommen. Aber der war jetzt mal nervig, muss ich ehrlich gestehen. So, damit haben wir die Stufe 15, sind für heute auf jeden Fall erstmal fertig. Ich weiß nicht, ob ich alle drei Videos heute hochlade, eventuell kommt eins der drei morgen, zwei werden wahrscheinlich heute kommen oder dann, wie gesagt, kamen dann gestern. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal und das nächste Mal starten wir hier direkt mit 15 Diamanten. Würde ich sagen, bis morgen.